Darum ging es mir aber gerade nicht. Ich kann keine Pfeile mehr herstellen. Ach so. Ich kann keine Pfeile herstellen, weil ich keinen Stein habe. Okay, ich packe ein paar Pfeile rein. So, sind drinne. Ja, Pfeile hätte ich ja noch, aber ich. Ja, kannst du rausnehmen. Ich crafte neue. Na, erstmal hier der Stein weg und dann muss einer von uns beiden mal Clay sammeln gehen. Willst du Clay sammeln gehen oder soll ich? Mir egal. Sascha. Wo ist denn hier Clay? Musst du rüber in die Wüste gehen. Oh, das ist schön warm. Denke ich. Affensitze, Affenskälte da. Affensitze, hm, genau. Fohlen. Da ist ein Fohlennest. Ja, auf jeden Fall macht es mal wesentlich Sinn, wenn wir jetzt jagen aus dem Animal Hide, sobald wir eine Forge haben, uns auch Klamotten draus zu machen, Sascha. Ja, schon dabei. Gut. Aber das Zeug gibt immer nur plus 1. Ja, aber. Es gibt immerhin plus 1, wa? Plus 1. Ich muss jetzt gleich schon wieder ans Feuer, weil ich hier Hypothermie habe. Ich bin in der Wüste und krieg immer noch Minustemperaturen. Alter Schwede, was ist denn mit dem kaputt? Keine Ahnung. Wüste, warm. Ich komme auch erstmal rüber in die Wüste, weil das bringt mir gerade noch nicht allzu viel. Wüste, du musst erst meckern. Nee, du musst schon ein Stück laufen. Jetzt ja, geht's ja hoch. Managam, wir wollen in dem Schneebiom bleiben. Wir sind so irre. So, jetzt brauche ich erstmal noch ein bisschen Holz, bevor ich da gar nicht keine Stone Axe mehr craften kann. Willst du eine Schaufel haben übrigens, Sascha? Ja, das wäre nicht schlecht. Hm. Ich komme gleich zu dir. Bin schon auf dem Weg zu dir. Das ist auch gut. Warum geht denn das nicht? Achso. Ja, danke. Danke dir. Ja, dann fröhliche Weihnachten, okay. Ja, ho, 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 ho. Kommt ihr uns endlich mal besuchen? Wer? Na, ho, ho, ho. Meinst du? Nee, dafür bist du überhaupt zu satanisch, ja, veranlagt. Zu lieb. Halte ich, glaube ich, ernsthaft für ein Gerücht, Sascha. Nein. Ich bin sehr liebensgewürzig. Sagst du, ja? Wenn ich schlafe. Siehst du? Ist doch nicht wahr. Was denn? Was hast du jetzt schon wieder gefunden? Nix. Da war nur Mist drin. Warum glaube ich dir nicht, Sascha? Ist so mein größtes Problem, glaube ich, gerade dran. Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Aber es ist witzig, ne? Im letzten Stream hat Tippy Stream gestreikt, ne? Und das funktioniert heute und dafür geht heute Restream nicht. Das ist echt witzig. Alter. Halt still mit deiner komischen Rübe. Alter. So. Also Steine sind am Anfang halt echt mies, ne? Hier waren wir schon. Jetzt schneit sie auch noch. Nee. Will wieder ins warme Biom da. So, ich habe Skillpunkte und an was packe ich sie? Dafür brauche ich erst Level 5. Waffen wären nicht schlecht. Ganz wichtig übrigens. Wenn ihr einen Zombie so umschießen könnt. Ja, da gebe ich dir prinzipiell erstmal recht. In den oberen Teil des Kopfes feuern. Nicht Mund, nicht Augen.
Hier oben so. Suche ich hier nach Holz. Macht komischerweise mehr Schaden und die sterben meistens. Was? Sowas. Ich sollte Clay holen, ne? Ja. Au, au, au. Wilder Kaktus. Kommt der einfach so aus der Erde raus. Ich hab ja auch gerade so einen Mörder-Fucking-Zombie hier. Vielleicht habe ich auch so ein bisschen Loot-Glück wie der Sascha. Natürlich nicht. Kannst du gar nicht haben. Natürlich nicht. Jetzt geht der Typ hier in Flammen auf. Nee, der Weihnachtsmann hatte keine Geschenke für mich. Der hat doch die falschen Klamotten an. Ich glaube, der war privat unterwegs. Was sagt uns das? Der Weihnachtsmann ist heimlich Biker. Bei dem Biker können sogar Gothic-Klamotten jetzt drin sein. Was können da für Klamotten drin sein? Gothic-Klamotten, Gothic. So, schwarze, grufte Klamotten. Cool. Ja, stimmt, der Bart kommt hin, Managam. Ja, das ist toll. So, jetzt kann ich wieder ins Schneebiom gehen, weil ich gerade am Überhitzen bin. Jetzt besser? Warum überhitze ich denn immer noch? Bin doch schon in einem Schneebiom, Mann. Schneit dir doch sogar schon. Du musst es noch sagen. Nee, ich glaube, ich muss einfach noch ein Stück weiter reinlaufen. -45 Grad. Also wieder zurück. 46 Grad. Also wenn du mal Overheating erreicht hast, ne, geht das anscheinend gar nicht mehr weg. Ich gehe konstant. 47 Grad. Ich gehe konstant nach oben gerade. Nö, bei mir geht's gerade runter. Oder es dauert halt eine übelste Weile, oder? Wir hätten einfach nur weiter ins Biom laufen müssen, okay. Jetzt habe ich mir natürlich zeitgleich noch einen Yucca-Juice mit reingezerrt, ne? Das ist natürlich jetzt auch, Läuft. Läuft, ja. Geh da mal, guck mal, das geht doch viel einfacher. Alter, ist das dein Ernst? Ach ja. Alter, was ist denn los mit dir, Mann? Hier habe ich auch wieder gefunden. Eine neue. Was ist denn verkehrt mit dir, ey? Ohne Scheiß. Hast du wenigstens jetzt Clay geholt? Ein bisschen, ja. Okay. Bevor ich in Flammen aufging. Es ist wirklich sehr wenig. Also ich pack dir mal in die Kiste, Sascha. Moment, ich bin ganz kurz dran. Ja, das sehe ich. Ich pack mal Kettensäge und Pistole rein, ich bin ja nicht so. Bist aber netter. Kannst ran. Ich hab dir einen Bogen reingepackt. Cool, danke. Falls ihr mal Pfeilmangel habt, immer vorher den Bogen entspannen. Hä? Wie meinst du das? Na, du hast am meisten Pfeil auf dem Bogen drauf quasi. Ja. Den kannst du aber auch wieder runternehmen. Ja, aber wenn du einfach austauschst, ist das doch egal. Austauschen? Da geht auch aber ein Pfeil flöten. Darum geht es mir gerade. Weißt du? Ich muss dir recht geben, Sascha. Es ist zwar nur ein Pfeil, aber zum Beispiel beim Kompositbogen, wo du dann mit Stahlpfeile schießen tust, ja, das stimmt allerdings. Wäre es vielleicht interessant. Da muss ich dir recht geben, Sascha. Ich scrappe. Oh. Der scrappt dir schon wieder wild. So. Wir brauchen Tiere und zwei Dings. Also wir brauchen ganz dringend erstmal eine Forge. Das ist echt. Eine Forge. Also wobei, ich weiß gar nicht, wo wir momentan aktuell zuerst die Prioritäten setzen sollen. Das ist echt schrecklich.
Klamotten. Ja, auch das wäre eine Alternative. Wobei, mir fällt gerade mal ein, ich könnte hier. Ich habe hier mal meinen Schlafsack gesetzt. Wobei, noch können wir ja quasi hin und her springen, aber. Ich kann mal Auto sortieren. Ein eiserner Knüppel. Nein. Guck dir das an. Na, ich muss erst mal gucken, was wir so alles haben und so. Ach so, ja, dann guck du mal. Ja, ich habe Alter, herausgefunden, wir haben nichts und brauchen alles. So, gut. Läuft, oder? Heidelbeeren. Alter. So, die nächste Axt. Was ist das? Oh. Ich kann's leise, ganz leise. Warum? So, die scrappen und ab in die nächste. Ha! Was ist denn jetzt, Mann? Ein Meisterschuss. Hallo, Atori da und herzlich willkommen im Stream und schön, dass du da bist. Ich hab uns mal Frühstück besorgt. Das ist gut. Es gibt Hirsch. Ja, wobei mich das Animal halt daran fast mehr interessiert, aber ja. Nee, das sieht nur so aus, weil wir hier direkt an der Biomgrenze sind. Aber es sieht irgendwie witzig aus, ne? Muss ich zugeben. Kakteen im Schnee, weil, pass auf, ich zeig dir das einfach mal, ich lauf mal gerade mal rüber. Eine Shot Iron Pipe haben wir. Wie du siehst, ist hier Steppe. Das hast du sehr gut gemacht, Sascha. Ich weiß. Oh, guck mal. Ja, Atori, dann winterharte Kakteen, ja. Es gibt immer wieder neue Dinge in Seven Days to Die. Ah. Ja, wo kam der Pfeil her? Ja, da war er, genau. Ah, nur Schießball. Das ist jetzt, seitdem sie da die Stonex so klein gemacht haben, ne? Also vom Schaden her an den Steinen, ist das echt mühselig. Der Short Iron Pipe im Briefkasten, oder wie, oder? Normal nicht, aber du findest da alles heute. Ja. Was hast du schon wieder gefunden, Sascha? Hex. Du Lootschwein, ey. Boah, ist das hier bei den Zombies? Das ist unglaublich mit dir. Ja, schlag da gleich mit einer Glasscheibe, lass mich in Ruhe. Wo ist hier die Wüste? So, hast du eigentlich Clay gesammelt, Sascha? Ja, ein bisschen, hatte ich doch gesagt. Hast du eine Kiste, ja? Ja. Hast du das auch erwähnt? Ja. Okay, das freut mich. So. Da. Jetzt, weil ich ja eigentlich ein ganz, ganz lieber bin und so. Ja. Kriegst du was ganz Feines von mir. Was denn, ne? Also, das ist jetzt was ganz, ganz Feines. Eine quasi eine Delikatesse. Gott, geh weg von mir. Ich hoffe, ich gar du nicht würdigst wissen. Dies auch. Bestimmt nicht. Warum habe ich mich jetzt verletzt? Da war doch gar nichts. Wurde vom Kaktus angegriffen oder so, keine Ahnung. So. Da, bitte.
Alter, ein Blueberry Pie. Guck dir das an. So bin ich zu dir, wa? So du bist bin ich ein zu geiler dir. Typ, Sascha. Ich weiß. So. Mal gucken, Rüstung, ja. Du kriegst erstmal was für deine Brust. Nicht, dass ja. du dir noch eine Lungenentzündung holst. Ist aber nett. Ja, so bin ich. So bin ich. Ja, nicht immer, wie so alle sagen, weißt du, dass ich hier voll so der Gemeinde bin und so. Na, das stimmt wohl. So. Ja, Mann, da kam die Schüssel mit vertilgt. Ich hatte Hunger. Ich bin immer noch gejagt. Ja, die hat der Sascha extra mit so diesem komischen essbaren Papier da gefunden. Ne? Gibt's doch diese komischen Teller aus Maisstärke. Ne? Einfach mitgefressen. Genau. Ist übrigens mal eine richtig gute Erfindung. Hast du die Teller aus Maisstärke? Ja. Achso, deswegen brauchst du keine Spülmaschine zu Hause. Du frisst das einfach mit. Erst wenn ihr euren Teller aufgegessen habt. Kriegt die ganz neue Bedeutung. Sehr schön. Lass erst dann aufstehen, wenn du den Teller aufwärst hast. Ja. Knack, knack, knack. Was? Tarnen und täuschen? Sind wir hier bei der Bundeswehr oder was? Nein. Tarnen und täuschen wegrennen, ha? Ja, so ungefähr läuft es ab. Oh, das ist sehr passend jetzt eigentlich gerade. So, Schaufel. So, jetzt bin ich gleich weit genug unten. Das heißt, ich kann dann gleich wieder in die Steppe rennen. Du? Also ja, eigentlich ist unser Bauplatz super gewählt. Mhm, finde ich auch klasse. Wo bist du denn? Ach da. Jürgen, hinter dir. Hey, sag mal. Was denn? Du hast mit der Axt zugehauen. Hab ich überhaupt nicht. Danke. Zieh's gleich an, aber weil ich lieber jetzt eh gleich Chat in die Steppe mir, gehe. Hat er gerade mit seiner Steinaxt nach mir geschlagen? Also, für die Leute, die den Multi-Twitch gucken. Na, den Multi-, also, na? Ich hab gerade nicht nach dem Sascha geschlagen. Ja. Na, der behauptet wieder wilde Dinge, die überhaupt nicht stimmen. So, wo ist denn hier das Clayfeld? Lisa, Taube sagt, ja, du hast nach mir geschlagen. Mhm. Ich hab überhaupt nicht nach dir geschlagen. Und wenn Taube das sagt, ja, dann stimmt das wohl. Beißt der Geier oder beißt der nicht? Ja, die ist ein Geier. Achso. Da. Weißt du, das ist der Dank dafür. Ich bringe ihm so einen wunderbar leckeren Blaubeerkuchen. Ja, und als Dank kriege ich seine Steinaxt ins Gesicht. Ja. Ja, das war aber beim Umdrehen. Ich habe nicht auf dich gezielt. Dafür kann ich nichts. Also ich habe nicht aktiv auf dich gehauen. Das wollte ich damit sagen. Aber komisch war, dass dein Chat das auch sagt. Ja. Nee, habe ich nicht. Ja, beim Umdrehen. Aber ich dachte, du hättest gemeint, wie ich vor dir gestanden habe, hätte ich noch mal geschlagen. Unglaublich. Angel Engel 73, du schreibst einfach mal Ausrufezeichen UI und da bekommst du einen Link, da kannst du es runterladen und das kopierst du einfach drüber. Meine Schaufel ist futsch. Ich erst wieder eine neue Schaufel machen für den. Boah, das hört sich immer an. Nein, weil ich halt gerade den Cobblestone Rock angeworfen und dann hast du das dann gesagt, weißt du? Komm her. Danke. Ja, bevor es heißt, oh, du kriegst überhaupt nicht genug Werkzeug von mir. Ja? Ja, im Notfall hätte ich auch mit der Stahlschaufel weitermachen können, aber das wollte ich jetzt nicht. Danke, Grinch.
Ihr könnt ja auch mal was anderes machen. Was denn? Oh, eine Horde spielen, das ist ein guter Plan. Das ist ein sehr schöner Plan, Sascha. Ja. Ja. Gern geschehen. Habe ich dich gerade Jürgen genannt, Peter? Keine Ahnung. Aktives Zuhören, ich habe dir nicht zugehört. Okay, gut. aber du hattest... Ich glaube, es geht nur 1337. Aber du hattest eben gerade zumindest mal Jürgen seinen Namen erwähnt, aber ich habe mich zumindest nicht angesprochen gefühlt. Da kommt eine Zombie... Oh, da kommt eine Wanderhorde. Läuft. Bam! In your face, bitch! Auge rausgeschossen, hast du gesehen? Alter, der ist durch den Hals geflogen, der Scheißfall. Oh, guck mal da, Sascha. Deine Mutti ist wieder bei dir. Mit Werkzeug bei, das ist jetzt ganz wichtig. Wie kann ich denn an so einer Scheißhorde vorbeischießen? Weißt du, schießt da mitten in die Menge rein und schaffst es immer noch dran vorbeizuballern. Au! Es tut mir leid. Ich hab nur den Pfeil am Kopf des Zombies vorbeifliegen sehen. Und dann kommst du im Hintergrund da dran gerannt. Ich so, das darf jetzt nicht wahr sein. Oh Mann, ey. So langsam, gibt das hier ein Muster, was du machst? Ach, ich werd's nicht so ein Mist. Nimm dir mal ein paar ab, Sascha. Alter, der Pfeil ist durchgeflogen, durch die Brust, ey. Oh, ich hab die Mutti umgelegt. Oh. Also sie hat sich bereitwillig hingelegt. Hast du flach gelegt, ja? Ja. Tot. Ah, ich schätze. Jetzt läuft's ja gerade. Genau. Ja. Was hänge ich denn da? An so einer scheiß Juckerpflanze, Mann. Na, du bist jetzt nicht mehr. Ernsthaft jetzt? Sieht die mich auch nicht mehr? Na scheiße, ich bin am Überhitzen. Ich weiß ja nicht, wie es dir gerade so geht, Alter. Jetzt geht's aber ab hier. Splattern die Köpfe, Mann. Ich bin links von dir, ja? Das, jetzt hinter dir. Das ist gut. Jawohl! Doppelt Rittberger. So, ich muss jetzt erstmal ins Schneebiom, Sascha, weil ich übelst hart am Überhitzen bin. Ja, mach doch. Geh du mal looten, weil du hast eh den besseren Loot. Ich muss aber auch erstmal abkühlen, sonst ich sehe ja gleich Flamme an und so. Ja, das sehe ich schon. Das ist, ich bin bei 49 Grad angekommen, deswegen. Ja, so wie er im Spiel ist, ist er hier quasi auch im Chat. Unglaublich. Hast du uns einfach mal alle verrecken lassen. Ja, ich glaube, ich habe dich mit dem Pfeil abgeschossen, Sascha. Das verstehe ich jetzt aber mal gar nicht. Wie was denn? Denn das? So wie ich es gesagt habe eigentlich. du machst deinen 7 Days to Die Ordner auf. Und dann machst du den Data-Ordner auf und den Config-Ordner und da kopierst du das einfach rein, Grinch. Ja, dann kann ich in der Zeit hier noch ein bisschen... Also keine Panik, wir spielen jetzt hier gerade nicht Arbeiterdenkmal, sondern wir kühlen uns ab. Genau. Ja, beiläufig könnten wir schon so ein bisschen Steine kloppen, ne? Weil da gehst du ja trotzdem runter. Also ich zumindest, weil ich dein Animal halt noch nicht Zeug angezogen habe, aber...
Da kommen noch die Crawler gerade. Sascha. Was? Die Crawler kommen da gerade noch. Ich war. Hi. Achso, ich weiß. Achso. Soll ich dir helfen oder geht's? Nee, bleib du mal weg. Du hilfst eher den Zombies wie mir. Das ist positiv. Ich hab dir wegen schon mal Bandagen gegeben. Ja. Ja. Und für alle. Wäre besser. Hm? Ja. Den habe ich leider noch nicht gefunden. Für alle anderen, die neu in den Stream mit dazugekommen sind, ihr könnt Ausrufezeichen Multi schreiben, einfach in den Chat und dann kriegt ihr so einen Multi-Twitch-Link von Sascha und mir. Könnt ihr beides zeitgleich gucken. Für die, die es interessiert zumindest. Jetzt wäre ich da beinahe in diesem komischen Loch gefangen gewesen. Zack, schön stillhalten. So, eine neue Axt, die kann ich scrappen und dann kann ich wieder Cobblestone machen. Die sollte man vielleicht noch mit dazu nehmen. Und ich könnte diese hässliche Hose, glaube ich, mal anziehen. Ne, die kann ich scrappen, weil die ist schlechter als die andere. Was war das? Weiß ich nicht. Was du meinst? Mir wäre so, als ob der gerade irgendwas gejault hätte oder so. Ich war es ausnahmsweise nicht. Bist du dir da ganz sicher? So ein bisschen, ja. So, wo waren denn jetzt hier die ganzen Leichen, Mann? Der ist gelootet. Achso, du hast hier schon. Ne, nicht alles, okay. Nö. So. Hast du die Pfeile eingenäht? Da. Das sind wieder meine Pfeile. Ja, ist ja in Ordnung. Den hattest du aber gelootet. Okay. Oh mein Gott, ein neuer Follower, danke! Mach gleich neue Pfeile. Angel Engel 73, vielen Dank für dein Follow. Ja, also was du ja machen kannst, zum Beispiel, du kannst ja einen Stream, kannst du ja muten. Ob du jetzt Sascha oder meinen willst, ist ja dabei immer egal. Und, aber du kannst halt wenigstens beides sehen, zeitgleich. Ja, das ist ja so der Hauptgedanke dabei. Ich verkohle mal unser gesamtes Wildbret, ja. Das Fleisch, ja. Ja, ja. Ich muss da immer umdenken, weil du es halt auf Deutsch spielst. Das. Wie heißt es bei dir? Ja. Meat. Einfach nur Meat. Fleisch halt. Okay. Oder Wild Meat kann sein, ja. Weiß gar nicht. Fragst mich gerade Sachen. Ich hab da aktiv noch nie so drauf geachtet. Sag doch einfach das Fleisch. Das Fleisch. Gut. Das Jute. Was ich natürlich auch wieder schade finde, dass sie da damals gab es ja dieses Bärenfleisch, ich glaube normales Fleisch und Schweinefleisch, was sie da auch quasi rausgenommen haben, dass es jetzt nur noch ja. Dieses Meat gibt. Warum bauen wir eigentlich hier oben eine Hütte, wenn da unten eine steht, so einfach mal so? Marke Eigenbau. Außerdem, okay, weil, okay. Weil du da unten hättest den ganzen Schnee wegräumen müssen für die Verteidigung. Dann mal irgendwann, weißt du? Okay. Hm. Na, kommt da noch was ran? Hm. Ja, Grill, schön, dass du auch da bist. Hab ich vorhin das hast du vorhin im Stream geschrieben, habe ich gar nicht gesehen. Aber schön, dass du da bist. So, und dann mache ich erstmal wieder Flexstone, damit wir mal so eine Halbwegshütte haben. So, zumindest mal so mit erster Überdachung und so. Knetzombie.
Wenn ihr keine Short Iron. Oh, ein Wildschweinchen. Na, wo bist du? Da. Ganze. Haben wir eigentlich schon eine zweite Short Iron Pipe? Nein. Wow. Oh, cool. Neue Werkzeuge, Sascha. Ah, Wildschwein. Oh Gott, ich habe ja noch ein Level zwischendrin gemacht. Okay, was packe ich das dann erstmal? in meiner 69 auf jeden Fall. Oder nochmal ein Weapon Smithing kommt. Die Welt ist auch ganz schön flink. Ach so, ach ja, oh Mann. Ach ja, ich sag ja, mit den ganzen verschiedenen Nix, das macht mich echt kirre. Oingi, wo bist du? Far, far away. So, was ne? Kleber kann ich da noch reinpacken. So, dann kann ich mir mal hier ans... Nee, gerade mal nicht ans Feuer stellen. Ich überhitze ja schon wieder. Wo, können wir tauschen? Kommst du zu mir? Dann gehe ich ans Feuer. Ich bring dir sogar die Sau. Ja. Oh, du bist ja ein geiler Typ. Nee, schieß nicht auf mich. Okay. Ah, kuschelig warm. Kletter auf den Baum. Alter, voll durch die Sau geflogen, Mann. Hä? Hast du gesehen, wie man's macht? Ich konnte die eben erst wieder hitten, nachdem du vorher getroffen hattest. Warte. Ja, ich weiß, du machst schon. Ja, ich weiß, du musst dir dafür ein neues Profil machen, ne? Das ist total komisch. Voll bescheiden gemacht bei Twitch. Ja. So, und dann kann ich die Sachen runter skippen. Kann ich nicht, weil die Q gerade voll ist. Okay. Lecker. So. Das schmeckt mir. Da kommt wenigstens mal der Flexstorm. Aber, boah, dauert das ewig, ey. Naja, gut. Es ist halt nun mal so. So, warte mal. Eins. Sieben. Wo haben wir das acht, drin? Neun. Zehn. Ich mal und was elf. Tut. So, wo wollen wir denn den Ausgang eigentlich hinbauen? Ich würde sagen, hier vorne, oder? Ja. Richtung Stadt. Also, ich hätte ihn jetzt hier hingemacht. Was zu trinken machen. Ja. Und? Drinky. Okay. So. Gut. Könnten wir das Campfire mal nach unten setzen, Sascha? Weil dann könnte ich zumindest hier schon mal zwei hochbauen. Hi David, ja, das hat einfach einen Grund, weil das ein eigenständiges Projekt mit dem Sascha ist. Das andere Projekt, da unterwerfe ich mich quasi so ein bisschen im Sascha auf dem Community-Server. Und hier unterwirft sich Sascha so ein bisschen mir. Ne? Wir wollen mal so ein bisschen zwischendrin wechseln wegen den devoten Part und so. Hi Carlos, weiß nicht, also so, wir haben uns maximal 21 Uhr angesetzt. Also schon noch ein bisschen. Nimmst du das Campfire da weg oder? Kannst du wegnehmen, ja? Also ich darf's wegnehmen.
Hätte ich jetzt auch gerne selber gemacht, aber ich habe gerade einen Follow reinbekommen, wo ich leider nicht lesen konnte, wer es war. Achso. Ärgerlich, Moment. Und du hast das Pop-Out-Fenster von Tippy Stream nicht offen, dass du es lesen kannst. Richtig. Schlecht. Aber vielleicht ist er ja so nett und meldet sich einfach kurz. Na? Bevor ihr euch wieder mal fragt, ja, Fenster kommen später rein, weil es gibt ja endlich Panzerglas, was ja, glaube ich, auch einigermaßen gescheit aussieht und man da auch mal durchgucken kann. Das wird nachträglich eingebaut werden. Das ist ein Geier über dir, Sascha, im Übrigen. Dann mach ihn weg. Ich kann nicht, ich treffe nicht. Was sind du jetzt hin? Ach, da. Okay. Ah! Wo hänge ich denn jetzt drin? Hilfe! Ich bin vor allem gleich am Erfrieren. Das ist noch viel schlimmer. Ja. Oh Gott, jetzt muss ich wieder in die andere Zone rennen, Mann. Bevor ich hier erfriere, ey. Alter. Also, das ist echt krass jetzt. Muss man mal neidlos anerkennen. So, da ist der Geier. Ach, da. Geh drauf. Oh. Treffer. Geh drauf. Treffer. Oh, fuck, zu früh. Dann zurück, du blödes Vieh. Oh, da ist er! Down! Jawohl! Hier liegt er. Sascha. Ist das ein hässlicher Vogel? Ey, ich hab dir nichts getan, Mann. Ja, und der Geier ist auch. Hallo, hallo, Kunde, hallo. Ich bin hier heute die Domina, ja? Alter. Ja. Ja. so, trinken. Das war gerade überhaupt nicht clever. Tust du? Mich aufwärmen. Und ich habe gerade leider so einen Jucker-Drink gesoffen. War jetzt nicht ganz so clever gerade. Was anderes, was dich aufwärmen kann. Guck mal hier, pass mal. So ein Snowberry Juice gemacht? Nein. Ach so, wie das ist Aloe Vera Creme, aber die hört sich doch mal so toll an. Ach so. Alter. Unglaublich. Boah, die Shortcuts. Das ist echt hart gewöhnungsbedürftig. So. Kannst du mal ein Campfire bauen, Sascha, weil meine Queue läuft noch ein bisschen. Kannst du mir Steine geben? Da. Danke. Gut, weil dann können wir zurückgehen, dann kann ich nämlich weiterbauen da dabei. Kein Problem. Ist ja sogar noch eine Quest von mir. Ich bin ja mittelprächtig. Du bist ja ein geiler Typ. Mindestens. Ja. Und da müssen wir uns da mal, oh, dann können wir noch looten. Ach, ich hätte es einfach besser gelassen. Jetzt am besten einfach am Sascha gesagt. Genau. Ich finde es ein bisschen schade, dass sie die Cobblestone Frames rausgenommen haben, ne? Ja, naja. So, dieses Verbandding haben wir, ne? Wenn ich dir im Wege stehe. Nö. Ich melde mich dann, ja. Mit der Axt oder wie? Nee, ich sag dir das. Nee, da, jetzt, weg. Kannst du mal eine Tür bauen, Sascha? Aber warte, bevor du sie baust. Ich brauche noch eine Schaufel.
Müssen wir aber dafür aber mal ans Feuer stellen, ey. Ja, das ist System of a Down. System of Down, okay. Ja, mit, oh Gott, wie heißt denn das? Aerials. Nach unten angepasst, ne? Wohlgemerkt. Die Tür? Ja, also. Also ich soll sie nicht da oben ran tackeln. Nein, weil, warte, ich zeig dir gleich warum. Achso, siehst du, ich könnte mal neue Werkzeuge machen. Weil ja so Boden wird. Also wird so Tür. Genau. Oh, guck dir an. Kannst du hier irgendwo mal Woodframes an die Seite machen, dass ich hier mal die Decke reinziehen kann? Weil die Decke ist erstmal wichtiger als der Boden. Ja, so an die Seite hier. Dass ich da hochkomme. Geht nicht. Weil kein Feuer oder was? Kein Holz. Kein Holz. Weil kein Feuer, genau. Feuer ist da. Ja, das stimmt. Die Stimme ist unverkennbar. Hacken wir hier den Baum weg. Fällt der Rest sowieso von allein. Bricht mir der neue Steinaxt. Ja, kommt gleich. So, zwei Äxte und noch eine Schaufel. Na, Schaufel habe ich mir eben gerade erst gemacht. Woodframes. Da oben ran, wo hättest du... Ja, so einfach in die Ecke, dass ich halt da mal hochgehen kann. Ach so. Genau, danke. Kein Problem. So, und dann können wir ja eins Platz von der Tür, ne? Und dann können wir Decke reinmachen, ne? Würde ich sagen. Ist hoch genug. Ja, genau da. Nee, guck mal, brichst du immer noch das Genick, wenn du hochspringst. Ja? Ja, das Bild wird dann so schief. Stell dich mal drunter und spring mal. Gut, dann gehen wir halt eins höher. Aber du bist ja heute die Domina. Nee, aber da gebe ich dir aber recht. Lieber Sascha. Habt ihr das gerade alle mitbekommen, ja? Er hat mir recht gegeben. Heute ist der 17.06. Ja, schreib's dir auf. Es passiert nicht so oft. Schreib's dir auf. Ja. Ach, nee, also... Wir kommen nur im Fußboden rein, hast du gesagt, richtig? Ja, komm noch Fußboden rein, ja. Was meinst du, die Hotkeys oder was? Taube? Mein Schlafsack. Das ist wie Weihnachten hier. Oh, jetzt hab ich so oben drauf gebaut. Ach, ist mir jetzt... Alter. Was ist denn hier gerade los? Reicht zwar noch nicht, aber... Die ist noch nicht dicht, die Hütte? Oh Mann. Nein, die Hütte ist noch nicht dicht. Oh Mann, ey. So, mal ein bisschen Licht und ich muss mich hier aufwärmen. Warte auch mal. Hab ich noch... Ja. Dafür benutze ich gerade jetzt unseren letzten Clay. Achso, ich könnte doch mal zwei neue Bögen machen, ne? Steinaxt wäre mir lieber. Hab ich schon. Cool. Und eine Schaufel, habe ich die in die Kiste gepackt, Sascha? Schaufel brauche ich nicht, Steinaxt. Habt ihr ja trotzdem beides in die Kiste gepackt? Und eine Schaufel brauche ich nicht.
Mir scheißegal, das ist aber eine 100er. Okay. 100er, wow. Oh Gott, das muss ich gerade mal gucken. Ja, Joe, da muss ich dir recht geben. Erstmal noch herzlich willkommen beim Stream. Oh Gott, Hilfe, hey. Der klaut mir hier den Boden. Was meinst du mit Zivilbevölkerung? Meinst du damit die Konsolenleute oder? Das ist jetzt mal so die große Frage. Wen du damit genau meinst jetzt? Haben wir eigentlich noch irgendwo Essen und so? Sicher? Klar, eine Kiste. Da, ah, da. The Shared Meat. Verkohltes, ja. Macht aber auch satt. Ja, definitiv. Etwas durstig, aber das ist nicht schlimm. Nee, dafür haben wir ja aktuell noch die Dosen gerade. Ist übrigens auch noch ganz wichtig. Wenn ihr Dosen habt und im Schneebiom seid, hebt euch bloß die Dosen auf. Denn dort könnt ihr das Wasser gleich abkochen, also den Schnee. Ja. Ansonsten müsstet ihr einen Topf nehmen, dann das Wasser, nee, den Schnee ins Glas füllen, dann ist es dieses Murky Water und dann müsstet ihr das Wasser nochmal abkochen. Also hier einmal so zeigen, hier habe ich den Schnee, hier habe ich die zwei Dosen und könnt ihr halt einfach direkt wunderbar abkochen. Das ist halt, also für den Anfang super, ein super Behelf. So ein Eis am Stiel. So, Sascha, ich hab dir auch mal einen neuen Bogen reingepackt. So, warte mal, was hast du gesagt? Entladen, ne? Ja. So, Scrap. Genau. So. Es ist zwar wirklich immer nur ein Pfeil, aber es ist halt ein Pfeil. Genau. Ja, man muss man ja nicht unnötig verschwenden. Was ist denn hier eigentlich der Loot Respawn, also der Timer? 30. Ah, okay. So wie auf dem Community Server. Bis auf, dass wir keinen Airdrop-Marker haben. Siehst du mal, ich bräuchte mal langsam Honig. Ich glaube, dafür ist es schon zu spät. Ja, ich glaube, du brauchst schon Antibiotika, aber du kannst gucken, wenn du auf deine Charakterinfo gehst. Noch. Ist noch Stage 1. Yep. Okay. Gott sei Dank, was ist denn los? Eine Tastatur nicht bewegen können. Tisch festgehaftet. Alter, also dieses Craften am Anfang. Hm. So, du hattest was für mich. Oh, guckt das euch an. Ah? So bin ich zu dir. Bin gar nicht so böse, aber wie du mich darstellst. Nein, 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 nein. Eigentlich ist er noch viel schlimmer. So, aber was mich jetzt interessiert, also ich meine, wenn sie hier schon rumgespielt haben, ne? Wir sind ja dann in einem völlig abgeschlossenen Raum, ne? Ja. Und es hieß ja mal, das war glaube ich mal Alpha 14 oder Alpha 15, wenn du völlig verbarrikadiert bist, machen Umwelteinflüsse dir nichts mehr aus. Das wäre ja eigentlich jetzt. Nee. Der Boden ist da noch. Komisch. Du? Ich erfriere immer noch. Also bevor ich gleich Hypothermia kriege, ich muss mal kurz ans Campfire. Setz dich drauf, geht's schneller. Ja, da gebe ich dir recht. Aber das möchte ich nicht. Ja, aber ich finde es in Ordnung, dass das so knackig geworden ist. Also vor allem jetzt auch, wo sie die Erfahrungspunkte wieder runtergenommen haben. Also du hattest ja in der Build 105, hattest du definitiv zu viele Erfahrungspunkte. Jetzt geht's eigentlich. So. Bin mal zumindest wieder bei 9 Grad angekommen. Dein Zeug hatte ich aber schon angezogen, ne? Ja. Ja, es bringt noch nicht allzu viel.
Ah, okay, Managam. Ja, ich weiß nicht, das ist ganz komisch. Bei den einen funktioniert, bei den anderen nicht. Deswegen schaut halt da, wo ihr natürlich am besten zuschauen könnt. Ne? So. Was ist los? Was funktioniert nicht? Ich habe deinen YouTube-Stream, deinen YouTube-Chat nicht offen so. Managam sagt halt, er kann den Multistream sich nicht angucken. Twitch und sein Rechner, die mögen sich nicht so. Ach so. Das ist ärgerlich. Definitiv. Aber ist leider so. Können wir da nicht ändern? Oh, guck mal, da haben wir doch noch hier Clay und. Ey, da kann ich ja noch Cobblestone Rocks machen hier. So. Achso, das ist das allgemeine Problem. Wir brauchen Cooking Pot. Achso, ja. Was denn, Sascha? Ich habe heute mal einen Molotow-Cocktail ausprobiert. Gehört? Du hast einen Molotow-Cocktail. Nee, ausprobiert heute. Ja? Auf dem Community-Server. Und? Ist echt spitze, wenn die Dinger nicht verpackt sind. Okay. Du schmeißt das Ding und die Flasche geht sofort kaputt. Ah, cool. Also quasi Wurf kaputt. Blöd, ja. Und dann stand ich da einfach mal so in Flammen. Hast du den Herr der Flammen gemacht, ja? Ja, ich hab gesagt, Flamme an. Okay. Ich hatte komplette Ausrüstung, also aus hier diese Eisenblablödsinn. Mhm. 155 Leben und es hat nicht gereicht. Bin einfach mal krepiert. Okay, das ist tatsächlich doof. Ja. Wer mit dem Feuer spielt, wa? Er war der Managam. Er war ein leuchtendes Beispiel. Taube, erklär mir, was es ist, weil ich habe mich damit gar nicht so auseinandergesetzt. Es war jetzt auch nur mit dem Multilink, weil viele, ich weiß nicht, wir hatten das letztens erwähnt, war das am Dienstag oder am Samstag beim Stream oder Sonntag? Sonntags hatten wir gestreamt noch. Was zum Teufel ist ein Katka-Link? Weil Sascha und ich haben uns damit halt einfach noch nicht so beschäftigt. Rich Touch. Kläre uns auf. Erleuchte uns. Okay, Katka ist wie Multi und wo ist dann darin der Unterschied? Das ist vielleicht nicht von Twitch aus. Ja gut, das kann ja vom Prinzip her sein. Rüstung. So. Oh, wobei, die müssten ja dann fast reichen. Okay, dann, Taube, müssen wir, Sascha und ich uns mal demnächst damit mal auseinandersetzen. Ah, okay. Danke für die Information. Ja. Genau, dankeschön. Ich war gerade schon wieder voll im Flexdorn-Wahn. Sascha, gehst du da mal kurz hin, dann kann ich nämlich setzen, wenn du da weg gehst. Feuer. Ach so, gut, dass du da hinten craft, ja, so eine Bedroll wäre echt sinnvoll hier. Weil ja, finde ich auch, ja. Weil ich deine da unten gerade so rumliegen sehe. Ja, Stein um Stein, mauer dich ein. So sieht's aus. Ja gut, also das muss ich zum Beispiel sagen, finde ich in der Alpha 16 zum Beispiel eine recht coole Option, dass du jetzt wirklich alles ganz stupide, sage ich mal, später aus Concrete halt bauen kannst, ne? Und dann halt einfach dir das optisch so zu machen mit dem Painting-Tool, wie du das möchtest. Auch in rosa.
Auch in rosa, wenn man das möchte. Peter mach's. Aber hör auf zu spoilern, weil ich glaube, die Folge kam noch gar nicht. Jetzt hast du aber gespoilert. Ja. Ich hab hier was für dich. Was denn? Danke. Gut, dann kann ich meine abbrechen. Genau. Da. Na, auch so schön kuschelig am Lagerfeuerchen. Ja, na logisch. So, jetzt murmel ich mich mal ein und dann. Wie, du murmelst dich ein? Ja, ich muss auch gerade hier schon wieder beim Craften hier ein bisschen wieder ans Lagerfeuer stellen. Nicht hinlegen? Es fehlt irgendwie, gell? Ja, so diese Ausdauer quasi. Ja, Joe, wir spielen random. Also, wir spielen aber eigentlich nur random, weil ich finde Never's Gain übelst langweilig. Ja, also Sascha, du hast gelesen. Achso, nee, den YouTube-Chat von mir ist noch nicht offen, ne? Nee. Managam hat geschrieben, keine Schweinereien, es ist noch nicht 22 Uhr. Okay. Aber warum denn? Ich lasse die Hände über die Decke. Ich bitte darum. Was hast du aktuell an aus Pflanzenfasern? Hm? 77 noch. Warum? Nein. Was hast du an? Ach so, was an, aus Pflanzenfasern ist? Den Plant Fiber, nur noch den Hoodie und die Chest. Und die Hände. Hoodie, Chest, Hände. Okay. Taube, du musst mir den quasi zuschicken. Also whisper mich einfach an und dann poste ich den gleich. Dreh dich mal zu mir. Bitte. Ja. Oh. Dann brauchst du es nicht machen. Danke. Was ja immer noch lustig ist, dass dieses Pflanzenfaser-Hemd, also die Qualität davon, immer von diesem Miscrafting ist. Ja, es ist so abhängig ist. Total bescheuert. Also das eigentlich ist irgendwie so ein bisschen, naja. Da könnte ich ja eigentlich noch einen Punkt reinsetzen, da könnte ich 200er Sachen machen. Wenn du das schon kannst. Ja. So, dann. Was denn? Müsste ja 200 sein jetzt, der Hoodie, oder? So. Erstmal hier. Kopieren. Da. Also hier für alle, die den Cutgar-Link nutzen möchten. Vielen Dank, Taube. So. Was hast du denn noch, Sascha? Was soll ich dir denn noch herstellen? Einen Bogen? Nein, von dem Plant-Fiber-Zeug an, weil ich 200 habe. Gar nichts. Na gut. Achso, weil du 200. Ja. Okay, Moment. Handschuhe und Pflanzenfaserhose. Also den Kopf brauchst du nicht in 200. Nee. Gut, also Handschuhe und Hose. Okay. Sascha, gehst du mal Clay holen? Nee, bin schon dabei. Bist ein geiler Typ. Ich weiß, aber erzähl's ruhig nochmal. Bist ein geiler Typ. Ich weiß, es baut dich auf. Okay, Leute, ich mach den kurzen Cut für YouTube und bis gleich.